ohne Mängel der TÜV. Einfach perfekt. Ich hoffe, mit dem Toner geht klar. Wenn nicht, ja egal. So, guten Tag, Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich wirklich hören könnt. Ich habe jetzt nämlich nur ein Tuch um meinen Mund quasi und ja, das Mikrofon dahinter geklemmt. Ich bin jetzt unterwegs nach Pont und fahre zum TÜV beziehungsweise zu einer Werkstatt des Vertrauens und der macht da halt TÜV auf. Da bist du mit einem Bein im Gefängnis, wenn du ein vernünftiges Motorrad hier fahren willst. Gerade das erste Mal getankt. Bin mal gespannt, ob ich da gut ankomme, weil das sind einige Kilometer. Mein Gott, hat schon ein Forstfahrzeug, ey. So, ich bin fast angekommen am TÜV. Und ich mache jetzt hier nochmal kurz einen Rast. Einen kleinen Stopp. Ich wollte mich eigentlich da hinsetzen, aber da sind so viele Feuerkäfer oder wie die sich nennen. Also von Rheinberg bis hier, ich bin kurz vor Strahlen. Also 40 Kilometer bin ich jetzt gefahren, ohne Probleme, ohne alles. Ist sehr gut gefahren. Ich denke mal, dem TÜV sollte eigentlich nichts im Wege stehen. Boah, die sieht echt geil aus jetzt so hier draußen. Und ist echt ein geiles Gefühl, damit zu fahren. Du fängst an zu onanieren? So, jetzt ist mir auch nichts Negatives aufgefallen irgendwie. Ich habe jetzt kurz, bevor ich losgefahren bin, nochmal so ein Kabel mit Kabelbinder festgemacht, weil das da unten, ja genau, ich glaube, war sogar vom Anlasser, das Kabel hing ein bisschen durch. Habe ich jetzt noch einen Anlasser drauf gemacht. Ein Kabelbinder drauf gemacht. Und ja, Leute, sieht so aus. Aber bin ich jetzt oben mit der Kamera in den Bäume. Ich habe die Kamera jetzt auf meinem Jethelm oben drauf. Ja, Licht, alles hat funktioniert. Ich habe vorhin schon einmal angehalten. Nach, ich glaube, 30 Kilometern oder so, ob noch anspringt und sowas irgendwie. Ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Aber scheint alles super funktioniert zu haben, bis jetzt zumindest. Wir haben jetzt noch ein bisschen früh. Vielleicht werde ich jetzt hier noch mal ein paar Fotos machen mit meiner Kamera. Die habe ich nämlich dabei. Die ich schon lange nicht mehr verwendet. Und werde ich von hier aus jetzt gleich weiterfahren zum TÜV-Dingensbums und ich hoffe, dass der dann auch gleich direkt da ist, der TÜV-Mann. Und jo. Und dann fahre ich durch nach Strahlen. So, Leute, TÜV ist erledigt, ohne Mängel. Ich bin mega stolz, das kann ich euch schon mal sagen. Fährt er jetzt oder fährt er nicht? Ohne Mängel, der TÜV. Einfach perfekt. Ich hoffe, mit dem Toner geht klar. Wenn nicht, ja egal. Ah, oh, ist das schön. Leute, ohne Mängel der TÜV. Einfach nur geil. Ich komme da drauf, auf den Platz. Da war noch Mittagspause. Der von der Werkstatt, der war noch gar nicht da. Tore waren noch zu und der TÜV-Mann, ja, ein junger Kerl in meinem Alter oder jünger noch, hält dann auch da und kam natürlich auch nicht drauf, weil das Tor ja zu war und
Ja. Guckt er mich an, fängt er erstmal an zu lachen, sagt er, ist der Dicke immer noch nicht da? Sag ich, nee. Und er sagt, bist du auch hier für TÜV? Sag ich, ja. Sagt er, weißt du was, dann machen wir das schon mal hier. Quasi auf Einfahrt. Hat er sich Lichtanlage alles angeguckt, Bremse. Sagt er, alles klar, ohne Mängel, gehen wir rein. Kriegst du direkt den Lappen, die anderen können erstmal warten. Wie geil ist das denn, ey? So muss das sein, Leute. Jetzt kann ich auch Licht wieder anmachen. Jo. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Kann ich sie nächste Woche anmelden. Ich habe in 6 Tagen Termin beim Straßenverkehrsamt. Und ja, dann wird sie angemeldet. Mein Kennzeichen habe ich ja auch schon. Und ja gut, weil die jetzt schon knapp 10 Jahre stand oder länger, da war der TÜV ein bisschen teurer, muss ich gleich mal drauf gucken. Aber Hauptsache ich habe TÜV-Leute, vor allen Dingen ohne Mängel. Sehr geil. Jetzt darf ich offiziell Probefahrten machen. Geil. Geht nur noch 2 Tage, das Kennzeichen. Ab morgen ist sowieso Scheißwetter. Aber jetzt bin ich beruhigt. Meine ganze Arbeit hat sich gelohnt, Leute. Einfach nur geil. Ah, bin ich stolz, ey. Jetzt habe ich jetzt noch irgendwie Hunger. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Und ich wollte eigentlich in Strahlen zum Balkangrill. Das ist so eine kleine gemütliche Holzhütte. Aber leider hatten die geschlossen. Und habe jetzt auch nicht geguckt, warum die geschlossen hatten. Oder wenn es zu hart, brauche ich auch nicht anhalten. Mal gucken, wo es jetzt gleich was zu essen gibt. Ah, zur Not gibt es zu Hause eine Dose Ravioli und gut ist. Aber ich bin echt erstaunt, wie gemütlich sich das Eisenschwein bzw. Kerry fahren lässt. Und ich sitze so gemütlich hier drauf. Das Wichtigste ist, ich habe hier keine Knieschmerzen. Für die Leute, die jetzt meine anderen Videos noch nicht geguckt haben oder so. Ich hatte ja einen Unfall mit dem Auto und habe halt immer noch Probleme mit dem Knie. Also mit meiner Z-Fahren, das geht nicht lange. Laufen, lange stehen, tut alles nur weh. Aber mit dem Eisenschweinfahren, das funktioniert ganz gut. Oh. Bis jetzt muss ich sagen, habe ich, naja, Glück. Ein bisschen Glück auch. Aber auch mit der ganzen Schrauberei an dem Motorrad hier. Hat alles sehr, sehr gut gepasst. Und ich hatte keine größeren Probleme oder unerwartete Probleme. Es werden auf jeden Fall noch einige Sachen gemacht. Viel Kleinzeugs. Gerade auch hier die Kabel. Hat Brab Kalan ja schon unter meinem Video geschrieben. Das kann man schöner machen. Und das kann man auch. Vieles habe ich jetzt schnell gemacht, damit es eben ab zum TÜV kann und ich fahren kann. Aber man ist ja nie fertig. Einfach geil. Und ich habe ja auch gar keine Lust, jetzt schnell zu fahren oder zu rasen oder sowas. Da ist einfach gemütliches Cruisen, wie ich das damals von meiner Intruder kannte. Also für mich ein sehr positiver und erfolgreicher Tag. Sexy. Einfach nur geil. Ja, ich habe so Hunger, ey. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich jetzt vorbeikomme, wo man mal eben mal so anhalten könnte. Und so eine Pommes auf der Hand essen kann. Muss ich mal
Ich habe echt Bock auf so eine Pommes, ey. Kein Bock jetzt irgendwie Dosenfutter zu Hause zu essen. Oh, ich bin einfach so froh, dass das alles so reibungslos funktioniert hat. Und bis jetzt fährt das Baby auch richtig gut. Ich hatte irgendwie immer noch die Befürchtung, dass irgendwas passiert oder dass ich nicht richtig beim TÜV ankomme oder so, weil ja, ich bin ja noch nie richtig gefahren. Aber 1A ohne Zucken, ohne Murren. Egal, ich genieße jetzt einfach noch ein bisschen die Fahrt. Vielleicht finde ich noch irgendwo ein paar Pommes, die am Straßenrand auf mich warten. Und Leute, dann wenn ihr mehr sehen wollt, dann ja, ich denke mal jetzt in Zukunft kommen sowieso mehr Shopper-Videos als mit meinem Naked Bike. Und aber es wird beides geben auf meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr Video liked. Oder macht auch Daumen runter, ist auch Schnuppe. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ja Leute, wir sehen uns im nächsten Video und haut rein.